Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Darius Kamadeva und in diesem Video möchte ich dir erklären, woran du merkst, ob er oder sie Interesse an dir hat und ob da etwas zwischen euch beiden möglich ist. Warum ist es wichtig zu wissen, ob jemand anderes, ein potenzieller Partner, eine potenzielle Partnerin Interesse an dir hat? Naja, ganz klar, wenn du das nicht weißt, läufst du Gefahr, dich bis auf die Knochen zu blamieren. Und wenn wir mal ehrlich sind, wer von uns will das schon? Ich meine, jeder von uns kennt das vielleicht von der Schule, aus der Schulzeit, aus der Universität, von der Arbeit oder wo auch immer. Wo es vielleicht mal vorgekommen ist, dass du Interesse an jemandem hattest und dann festgestellt hast, diese Person war wohl doch nur nett zu mir, weil wir uns gut verstanden haben, weil wir Freunde waren oder weil er oder sie irgendwie was anderes von mir wollte, außer jetzt, sage ich mal, Intimitäten. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran zurück, wie das damals für mich war in der Schulzeit, als ich bestimmte, gab es ein bestimmtes Mädchen, an dem ich immer sehr großes Interesse gehabt habe. Und das Problem dabei war, dass ich mir einfach nicht klar war, dass ich mir einfach nicht sicher sein konnte, inwieweit sie Interesse an mir hat oder eben nicht Interesse an mir hat. Und das war natürlich eine ganz schwierige Situation, denn soll man da jetzt irgendwie sie auf ein Date einladen, soll man sie mal anrufen oder wie auch immer. Und noch ein bisschen schwieriger wird es, wenn man sowieso ein Stück weit einen gemeinsamen Freundeskreis vielleicht auch noch hat, wo es dann natürlich auch noch darum geht, okay, wenn ich jetzt irgendwie einen falschen Schritt tue, einen falschen Schritt tätige, dann kriegen das natürlich sofort alle meine anderen Freunde mit und das kann dann natürlich dazu führen, dass wir da, naja, sag ich mal, in eine Situation kommen, in der es einfach sehr peinlich ist, abgewiesen worden zu sein. Ganz egal, ob du da jetzt ein Mann bist oder ob du da eine Frau bist, ist natürlich für beide Situationen, für beide Seiten eine ziemlich ungünstige Situation. Was kann man da machen? Meiner Meinung nach gibt es ein paar Zeichen, auf die ich gleich noch eingehen möchte, an denen man ablesen kann, ob jemand Interesse an einem hat oder eben nicht. Und zusätzlich gibt es natürlich noch so ein paar andere Sachen, die noch ein bisschen wichtiger sind. Und das Wichtigste, was meiner Meinung nach aber meistens sehr stark unterschätzt wird, ist erstmal die richtige innere Einstellung. Wenn ich davon ausgehe, dass jemand anderes Interesse an mir hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf eine Art und Weise mit dieser Person interagiere, das heißt, dass ich mit dieser Person auf eine Art und Weise flirte, die dazu führt, dass diese Person wirklich Interesse an mir bekommt, relativ hoch. Das heißt, solange ich mir unsicher bin, ob diese andere Person etwas von mir möchte oder eben nicht, ob sie Interesse an mir hat oder eben nicht, werde ich natürlich immer mit einer gewissen Unsicherheit mit ihr flirten, werde ich immer mit einer gewissen Unsicherheit mit ihr interagieren. Und das führt natürlich am Ende des Tages dazu, dass es, naja, nicht ganz so attraktiv ist das Verhalten, was ich an den Tag lege, eventuell, weil es gibt natürlich verschiedene Attraktivitätsmerkmale, Dinge, die Menschen generell interessant finden, Frauen an Männern, Männer an Frauen, und eines der Merkmale, das immer auf allen Statistiken, auf allen Umfrageergebnissen, ganz egal, wo man die Umfragen gemacht hat, in Deutschland, Österreich, Schweiz, Amerika, Afrika, wo auch immer man sie getan hat, immer ganz weit oben war das Thema Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, Souveränität, das Vertrauen in sich selbst, Humor, Intelligenz und so weiter. Und wenn ich natürlich unsicher bin, wenn ich mich gerade in einer Situation sehr unsicher fühle, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da selbstbewusst an die Situation rangehe, natürlich relativ gering. Deutlich besser ist es, wenn ich mir meiner Sache schon sicher bin. Vielleicht kennst du das aus eigener Erfahrung, in Situationen, wo du ganz genau wusstest, du konntest nicht verlieren, bist du natürlich sehr selbstbewusst an die Situation rangegangen, egal ob das ein Vortrag war, ob das ein Geschäft war oder was auch immer. Du bist sehr souverän an die Sache rangegangen und genau das wollen wir natürlich im Dating-Kontext aus. Das heißt, das Wichtigste ist erstmal, dass du Vertrauen in dich selbst entwickelst und davon ausgehst, dass die andere Person, egal ob es jetzt der Mann oder die Frau ist, dass diese Person Interesse an dir haben wird, wenn sie dich nur gut genug kennenlernt oder vielleicht sogar schon Interesse an dir hatte, weil sie dich ja schon gut genug kennt. Das heißt, du brauchst eine positive, optimistische Grundeinstellung. Wie genau man diese Einstellung entwickelt, würde an dieser Stelle ein bisschen zu weit führen. Deswegen werden wir das in einem anderen Video
etwas näher behandeln. Generell ist das aber erstmal wichtig. Als ich damals, bevor ich mit meiner Partnerin zusammengekommen bin, hat sie mir auch die ganze Zeit erzählt, 3-4 Wochen lang, nee, sie will keine feste Beziehung, sie sucht keinen Freund und so weiter und so weiter. Und ich wusste ganz genau, sobald sie erstmal festgestellt hat, was für ein Mensch ich bin, was für ein toller Mensch ich bin und wie es sein würde, mit mir zusammen zu sein, dann ist ganz klar, dass sie mit mir eine feste Beziehung führen möchte. Und genau das habe ich dann auch logischerweise mit ihr getan und mittlerweile sind wir schon eine ganze Weile zusammen. Und von daher passt das erstmal ganz gut. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich ein paar Zeichen, die Indizien dafür sein können, ob jemand Interesse an dir hat oder eben nicht Interesse an dir hat. Wie gesagt, das sind nur ein paar Indizien. Ich würde mich nicht zu stark darauf verlassen wollen. Was für Sachen können das natürlich sein? Naja, sucht diese Person Kontakt zu dir? Wie stark hat sie Interesse an dir und deiner Person, wenn ihr in einer größeren Gruppe unterwegs seid? Wie ist es da? Stellt sie dir vermehrt Fragen, eher Fragen als anderen? Sucht diese Person eher deine Nähe, deine Aufmerksamkeit? Oder ist es so, dass die Person generell eher vielleicht mit jemand anderem mehr Zeit verbringt in der Gruppe? Wie ist das, wenn die Person in den Raum reinkommt, bist du die erste Person, nach der sie den Blickkontakt sucht und so weiter und so weiter. Wie reagiert die Person auf Berührungen? Wenn du die Person berührst, zieht sie eher zurück, berührt sie dich auf? Ich muss hier ganz kurz so ein bisschen das Mikrofon im Wind schützen, damit das nicht so eine schlechte Soundqualität gibt. Ist ja leider ein bisschen windig. Wie ist es, wenn du die Person berührst? Reagiert sie positiv auf deine Berührungen, zieht sie eventuell zurück, distanziert sie sich von dir und so weiter. Wenn du die Person bereits kennen solltest, ist natürlich super, dann kannst du sie einfach mal einladen, mit dir etwas zu unternehmen. Wenn du dich nicht trauen solltest, sie zu fragen oder ihn zu fragen, dass er oder sie etwas mit dir zusammen unternimmt, dann frag sie einfach, sag dieser Person einfach, hey, wir gehen sowieso jetzt die Tage mit ein paar Freunden zusammen, gehen wir, keine Ahnung, zusammen in irgendeine Bar, auf irgendeine Veranstaltung, da sind ganz viele Leute, hast du Lust mitzukommen? Und dann nimm diese Person einfach mit zu der Veranstaltung, wo du sowieso mit ganz vielen anderen Leuten hingehst. Informier die anderen Leute darüber, dass du ein gewisses Interesse an dieser Person hast, damit sie dir da, sag ich mal, ein bisschen in die Karten reinspielen und euch mal alleine lassen. Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir jetzt zu viert in der Bar sind zum Beispiel, dann sind noch 2 Freunde von mir dabei und ein Mädel oder 2 Mädels oder wie viel auch immer, dann kann ich ja einfach den vorher sagen, okay, geht mal zusammen Getränke holen und kommt dann einfach nicht wieder oder braucht eine halbe Stunde oder eine Stunde oder wie lange auch immer, dass ich mich unter 4 Augen mit dieser Person unterhalten kann. Denn wenn ich mich unter 4 Augen mit dieser Person unterhalten kann, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich da weiter mit dir flirten kann, natürlich deutlich höher. Ich werde demnächst noch ein anderes Video dazu machen, wo es genau darum geht, wie gehe ich denn von da aus weiter, wenn ich unter 4 Augen mit einer Person bin, wie flirte ich denn dann weiter, dazu allerdings im nächsten Video mehr. Ich würde mich freuen, wenn du mir eine positive Bewertung für dieses Video gibst, also Daumen hoch für dieses Video und wenn du mir unter die Kommentare nochmal reinschreibst, was für genaue Fragen du eventuell hast, was für Fragen ihr habt zum Thema Flirten, Dating, Beziehungen und so weiter. Damit ich darauf logischerweise auch in den nächsten Videos eingehen kann. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.